Hallo auf meinem YouTube-Kanal im Küchengarten und hallo zum ersten Video im neuen Jahr. Ich wünsche euch alles Gute für 2024 und vor allem eine richtig tolle Gartensaison. Falls ihr euch wundert, warum ich heute keine Brille trage, ich habe ein super tolles neues Setup, also ein Ringlicht von meinem Mann zu Weihnachten bekommen. Ich finde, das leuchtet richtig gut aus. Das Blöde ist nur, dass es sich in meiner Brille spiegelt. Ich zeige euch das mal. Finde ich jetzt richtig lästig und ich muss schauen, wie ich das irgendwie beheben kann, denn ich möchte es gerne nutzen, aber mit Kontaktlinsen bekomme ich immer so trockene Augen und ich habe mich auch schon so an die Brille gewöhnt, die gehört irgendwie zu mir. Ja, das sind halt die Probleme, die Frau so mit der Technik hat. Schwamm drüber, heute geht es um etwas ganz anderes und zwar juckt es mich, wie viele von euch wahrscheinlich auch, schon total in den Fingern mit der Aussaat zu beginnen. Ich habe schon ganz viele Ideen im Kopf. Ich habe auch schon neues Saatgut bestellt. Wer meine Short-Filmchen und auch meine Community-Page verfolgt, ist da total up to date. Trotzdem halte ich mich zurück, denn je früher man beginnt, desto mehr Arbeit hat man mit den Pflänzchen, desto mehr muss man auf Kunstlicht setzen. Aber vor allem mit den Chilis und Paprikas werde ich demnächst loslegen und auch mit den Gemüsezwiebeln, weil die müssen wirklich schon in die Anzucht rein, damit sie eine schöne Größe bekommen können. Da ich auf diesem Gebiet noch nichts zu zeigen habe, möchte ich mit euch gerne heute hier durch mein Reich gehen und mit euch gemeinsam jene Pflanzen, die ich von der letzten Saison in die neue Saison überwintere, begutachten und schauen, was mit denen so läuft, ob ich da Erfolg habe, vor allem mit den Paprikas. Da gibt es ja ein Video dazu, wie ich die ausgegraben und für das Überwintern bereit gemacht habe. Die sind besonders spannend, aber auch meine Geranien, Pelargonien, da gibt es auch ein Video dazu und da möchte ich mit euch mal nach dem Rechten sehen, was denn da so los ist. Dann fangen wir auch gleich mal mit den Paprikapflanzen an. Die stehen hier schon auf meinem jährlichen Anzuchttisch. Den habe ich einfach nur etwas früher parat gemacht. Also der steht ja nicht das ganze Jahr da, sondern immer nur im Frühling, wenn ich Pflanzen vorziehe. Darüber hängen auch schon Pflanzleuchten, die sind hier mit Ketten befestigt und oben an der Decke festgehängt. Und mit diesem Mechanismus kann ich sie leicht rauf und runter stellen, je nachdem, welche Pflanzen ich hier habe. Für die Paprika hängt es jetzt noch etwas höher. Und wenn ich dann kleine Setzlinge habe, kann ich sie ganz tief hängen. Und wie ihr hier schon seht, bei den Paprikas hat sich einiges getan. Die sind schon wieder ausgetrieben. Im Endeffekt sind es jetzt vier Pflanzen. Zwei habe ich leider entsorgt, weil die haben es nicht geschafft. Aber bei denen bin ich guter Hoffnung. Was jetzt leider schon beginnt, ist hier die Blütenbildung. Und das möchte ich natürlich nicht, denn sonst würde es einfach nur schwache Pflanzen und kleine Früchte geben, wenn ich das jetzt zulasse. Da soll jetzt alles noch in den Aufbau der Pflanze gesteckt werden, die ganze Kraft. Das heißt, ich knipse diese Blüten jetzt regelmäßig aus. Ja, da auf der nächsten habe ich auch gleich noch ein paar. Die Triebe sind sehr stark und saftig grün. Das ist immer ein gutes Zeichen, auch für die Nährstoffversorgung, wenn die Blätter schön grün sind. Wenn sie jetzt gelb und braun werden, heißt das entweder, ich habe zu wenig Nährstoffe im Substrat oder eben zu viel gegossen und es hat Wurzelfäule gegeben. Zum Thema Schädlinge gibt es ja bei überwinternden Pflanzen auch immer viel zu sagen. Und ich muss gestehen, ich habe hier auch schon die ersten Spinnmilben gefunden, die versucht haben, sich auf meine Pflanzen zu schleichen. Da ich natürlich regelmäßig kontrolliere, ist mir das sofort aufgefallen und ich habe hier mein
mein Neemöl, mit dem habe ich dann einmal eingesprayt und jetzt sind sie mal wieder weg. Vorerst, ich halte die Augen offen und falls sie wiederkommen, Neemöl for the win. Warum jetzt solche Schädlinge wie Spinnmilben und Blattläuse besonders gern bei überwinternden Pflanzen auftreten, hat sehr viel mit der Luftfeuchtigkeit im Winter zu tun. Es ist aufgrund der Heizungsluft sehr trocken und dann wird die Pflanze angreifbar für diverse Schädlinge. Das heißt, wenn ihr die Zeit und Muße habt, auch bei euren Zimmerpflanzen, gerne mit einer Sprühflasche Wasser ab und zu drüber spritzen und dann wird dieses Problem schon mal nicht so stark. Das ist wirklich noch eine Herausforderung, dieses Video ohne Brille zu drehen, denn jedes Mal, wenn ich mich selbst ins Bild setze und meine Brille ablege, bin ich sie danach am Suchen, wo ich sie hingelegt habe. Was ihr hier bei meinen Paprikapflanzen auch noch sehen könnt, ist meine kleine Pinguicula, also mein Fettkraut, das hier brav seine Arbeit leistet, wenn wir schon bei den Schädlingen sind. Und zwar seht ihr hier ganz gut, sie hat schon gefangen, die lästigen Trauermücken, die kann man einfach nicht vermeiden, denn sobald organisches Material in der Erde ist, werden diese kleinen Viecher angezogen und legen dort drin ihre Eier ab, woraus dann diese lästigen Larven schlüpfen, die dann die Wurzeln der Stecklinge, Pflänzchen oder Paprikas hier anfressen. Ich habe natürlich organisches Substrat mit schön Dünger drinnen. Hier seht ihr an der Oberfläche, habe ich gerade etwas Wurmkompost drüber gestreut, um zusätzlichen organischen Dünger zur Verfügung zu stellen. Und da kommen sie natürlich, diese Trauermücken. Also ich habe hier mein Fettkraut überall stehen, auch bei meinen Zimmerpflanzen. Natürlich arbeite ich immer noch nach wie vor mit Gelbtafeln, die sehr schön fangen. Und ich gieße meine Pflanzen während der Anzucht regelmäßig mit Solbak. Das ist eben so ein Pilz, der sich in der Erde vermehrt und die Larven aufhält oder vernichtet. Wenn man das regelmäßig macht, dann hat man gar nicht so eine riesige Epidemie. Hier habe ich noch etwas Interessantes zum Sehen. Diese Paprika hier steht im kleinsten Topf im Vergleich zu den anderen. Und ihr seht, sie ist nicht so stark ausgetrieben. Die anderen schauen viel schöner aus, am schönsten die mit genügend Platz. Und dem werde ich jetzt Abhilfe verschaffen. Das heißt, ich topfe diese hier in einen größeren Pflanztopf. Substrat mische ich mir immer sehr gerne selbst, eben aufgrund der Schädlinge, von denen wir schon geredet haben. Im Gekauften sind sehr gerne schon die Eier und Larven der Trauermücken oder anderer Schädlinge drinnen. Deswegen habe ich immer mein selbstgemachtes Substrat, auch für die Anzucht, dass die Grundlage ist Kokoserde, Perlite, um das Ganze luftiger zu machen, speichert auch gut die Feuchtigkeit. Dann habe ich hier auch noch Wurmhumus drinnen und etwas aktivierte Holzkohle. Dann nehmen wir das gute Stück hier mal raus und schauen uns an, wie es aussieht. Ja, Platz hätte sie eigentlich noch gehabt. Ich untersuche mal kurz, ob ich irgendwelche Schädlinge drin finde, die vielleicht das Wachstum verlangsamen. Sehe ich jetzt auch nicht, mal an den Wurzeln. Auch nicht, also daran kann es nicht liegen, Wurzelfäule ist es auch nicht. Schauen eigentlich ganz gut aus. Na gut, ich topfe jetzt einfach neu ein und dann schauen wir, wie sich das Ganze entwickelt. Größerer Topf. Dann habe ich hier ein Stück Küchenpapier, das gebe ich rein, damit mir das feine Substrat nicht durch die Löcher fällt. Ich mische auch noch ein paar Langzeitdüngerpellets drunter. Dann hat die Pflanze auf jeden Fall schon einen guten Start, auch wenn ich sie nachher hinaussetze. Da seht ihr den farblichen Unterschied. Mein selbstgemachtes Substrat ist ganz trocken, das gieße ich nachher gut ein. Zu
zum Gießen all meiner Pflanzen, auch der Zimmerpflanzen und vor allem während der Anzucht, verwende ich Regenwasser, das wir hier bei uns im Garten selber sammeln. Wir haben Regentonnen und so große 1000-Liter-Tanks überall im Garten verteilt. Und da gieße ich jetzt wirklich gut ein, weil das Substrat sehr trocken war, bis es unten rauskommt. Und ihr seht, es sinkt dann auch ein bisschen ab und dann werfe ich einfach nochmal ein bisschen Erde obendrauf. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob diese Umtopfaktion der Pflanze helfen wird oder ob es doch an etwas anderem gelegen hat. Ich halte euch auf dem Laufenden. Die nächste sehr interessante Sache, die ich überwintere, jetzt nicht so sehr, weil ich sie nachher wieder nach draußen setzen will, sondern zur Saatgutgewinnung, steht gleich hier neben den Paprikas. Gehen wir mal näher ran. Und zwar ist das hier unten in diesem Topf. Und es rankt hier hinauf bis schon fast an die Decke eine zarte Pflanze. Und zwar ist das der sogenannte Malabar-Spinat. Mit dem hat es wirklich eine lustige Geschichte auf sich. Mit dem hatte ich in diesem Jahr überhaupt kein Glück. Der ist mir im Garten gar nicht aufgegangen. All meine Saatkörner, keine Ahnung warum. Da sieht man auch so lustig, wie sich die Blätter dem Licht zudrehen, also dem Fenster. Ja, und ganz knapp, wie die Saison dann geendet hat und ich die Beete abgeräumt habe, habe ich diese kleine Pflanze, also sie war nur ungefähr so hoch, aber mit schönen Blättern dran, also quasi ein, es ist ja eine Kletterpflanze, also ein Klettertrieb. Und da habe ich mir gedacht, ja, du bist ja schon ein Kerl, den ganzen Sommer lässt du mich im Stich und jetzt, wo du eigentlich gleich eingehst, weil es kalt wird, kommst du in die Gänge. Habe ich ihn ausgegraben, in einen großen Topf gesetzt und mir gedacht, klar, ernten werde ich jetzt hier drinnen nicht so viel können, obwohl ihr werdet überrascht sein, einige Blätter haben wir schon für den Salat oder auch für Sandwich oder wir machen gern Fajitas, da braucht man auch Salat und meine Kinder lieben den erdigen Geschmack des Malabar-Spinates, den erdigen, fleischigen Geschmack und haben wir schon ein paar Blätter geerntet. Ich wollte ihn hier größtenteils überwintern, um das Saatgut zu ernten. Und es ist wirklich toll. Er hat wirklich Blüten gebildet. Also das sind ja eher, also nicht wirklich Blüten, sondern so grüne Knöpfchen, die sich dann rot verfärben. Und jetzt kommt es dann bald dazu, dass ich sie ernten werde können. Und dann habe ich fürs nächste Jahr zumindest Saatgut. Weil dieses Jahr habe ich wirklich all mein Saatgut in den Boden gepfeffert und keine einzige ist aufgegangen. Woran das gelegen haben mag, keine Ahnung. Aber manchmal ist es einfach so in der Saison. Auch noch in diesem Zimmer ist meine Maracuja-Pflanze. Die steht normalerweise auf meiner Terrasse. Die habe ich schon 4 Jahre, ein wirklich schöner, großer Strauch. Also ich habe ihn an solchen Bambusstöcken rundherum geschlungen. Ist ja eine Kletterpflanze. Früchte habe ich noch nie welche gehabt, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Sie wächst und gedeiht auf jeden Fall prächtig. Jetzt kommt etwas ganz Spannendes und zwar meine Geranien, die ich mit euch gemeinsam hier zur Überwinterung zum Schlafen gelegt habe. Also das sieht richtig gut aus. Alles trocken und wunderbar. Die Blätter sind jetzt natürlich auch abgetrocknet, die könnte ich jetzt hier abnehmen. Aber solange die dranbleiben, ich lasse das einfach. Auch hier unten die große, da sieht man jetzt sogar noch irgendein Netz von der Anzucht. Das ist mir gar nicht aufgefallen, wie ich sie hier zum Überwintern gelegt habe. Das nehme ich weg. Ja, aber herrlich. Nichts faulig. Die habe ich ja normalerweise bei mir im Keller, da ist es schön kühl. Und dort gebe ich sie jetzt auch genau in diesem Zustand wieder hin. Hier in dieser Ecke habe ich ein absolutes Herzensprojekt von mir. Das ist meine Zitrone, mein Zitronenbäumchen, die 4-Jahreszeiten-Zitrone Lunario. Da gibt es auch einen Short dazu, wie ich sie ausgepackt habe vor einem Jahr. Dann habe ich sie bei mir im Garten stehen gehabt und eigentlich recht vernachlässigt. Die Zitronen, die da dranhängen, sind immer noch jene, die in der Verpackung schon dran waren. Das Tolle ist, jetzt endlich kann ich sie ernten.
Und seht ihr sogar hier, wo diese reife Zitrone dran ist, hat sich schon eine neue Blüte gebildet. Oh, herrlich! Diese Pflanze ist eigentlich sehr robust. Sie kann bis zu minus 5 Grad draußen bleiben, natürlich nicht über längere Zeit. Aber ich habe sie dann bei 0 Grad doch hereingenommen und hier drinnen schön gedüngt, vorher noch mit Kompost versorgt. Und sie hat mich sofort mit frischen Blüten belohnt und mit schön neu ausgetriebenen Blättern. Also so eine Sensation habe ich noch nie erlebt. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Zitrone im Winterquartier ausreichend Licht bekommt. Deswegen habe ich hier 2 Pflanzenleuchten angebracht, die 12 Stunden am Tag leuchten. Denn zu wenig Licht würde hier zu Blattabwurf führen. Die Temperatur ist natürlich sowieso Raumtemperatur, aber das ist ja eine Mittelmeerpflanze. Da ist die Wärme eh schön. Das, was natürlich noch viel zu schaffen macht, ist die trockene Heizungsluft. Wenn sie zu trocken bekommt, dann wirft sie sehr gerne ihre Blätter ab oder bekommt Spinnmilben, wie wir auch schon bei den unteren Pflanzen erwähnt haben. Zusätzlich zu einem Luftbefeuchter, den ich hier heroben schon mal für meine Orchideen habe, spreche ich die Zitrone auch noch regelmäßig mit kalkarmem Wasser ein, um die Luftfeuchtigkeit bei ihr zu erhöhen. Und falls sich auch hier Spinnmilben zeigen sollten, habe ich natürlich mein Neemöl schon zur Hand. Und auch beim Zitronenbäumchen hilft das wirklich gut. Danke, dass ihr heute auf meinem Kanal reingeschaut habt und mit mir mit dabei wart. Das freut mich sehr. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder bei meinen wöchentlichen Videos. Und dazwischen halte ich euch mit meinen Shorts und Community Posts auf dem Laufenden. Es gibt hier wirklich bald sehr viel zu tun, denn ich freue mich auf die nächste Saison. Alles Liebe und bis dann.